Also es ist jetzt der nächste Morgen. Ich melde mich jetzt mal das erste Mal. Wir gehen jetzt gleich zu meiner Uni. Das ist der erste Stopp, weil ich da einen Termin habe, um mich einfach nochmal so anzumelden. Und ja, ich bin total excited, meine Uni das allererste Mal in Person zu sehen. Also, weiß nicht, das wird voll der Special Moment. Oh Gott, ich freue mich richtig. Da kriege ich dann auch meinen Studentenausweis und so. Und ja, übrigens, hier in Österreich gilt anscheinend keine Maskenpflicht, zumindest in Hotels. Also, so mit diesen Regeln kenne ich mich eh noch nicht aus. Aber ja, ich bin total excited. Bekommen, das ist so für die Bücherei, wenn man da so eine durchsichtige Tasche braucht. War mega cool. Schaut euch das alles an. Hier kann man einfach auf dem Wasser sitzen. Hier sind generell richtig viele Restaurants und Cafés auf dem Campus. Es ist richtig cool. Wow. Also Update, wir waren vorne an meiner Uni, ich habe mich angemeldet, habe meine ganzen Sachen bekommen und jetzt haben wir kurz beim Vater vorbeigeschaut, da ist natürlich noch nichts los, aber wir wollten einfach mal schauen. Der ist ja echt direkt nebendran, das ist total cool. Jetzt gehen wir zurück ins Hotel und danach habe ich meine erste Wohnungsbesichtigung um 12 Uhr. I'm excited! Also, Update. Das sollte jetzt eigentlich die dritte Wohnbesichtigung sein. War jetzt aber doch die erste, weil die ersten beiden ja ausgefallen sind. Das war ein bisschen blöd. Die erste hat einfach die Wohnung schon vergeben, ohne uns Bescheid zu sagen. Und die zweite, da gab es ein Missverständnis. Die schauen wir dann morgen an. Auf jeden Fall, ja, hatte ich gerade deswegen meine erste Wohnbesichtigung. Und ich bin ganz zufrieden. Also, ich finde die ganz schön. Die ist sehr klein. Aber ja, ziemlich cute. Deswegen, ja, ich habe mich einfach mal auf eine Liste setzen lassen und ich kriege dann Samstag Nachmittag oder so Bescheid, ob der Vermieter uns wollen würde oder nicht. Und ja, heute Abend stehen noch drei Wohnbesichtigungen an und natürlich dann viele noch in den nächsten Tagen. Deswegen, ja, I keep you posted. Schon gefrühstückt, ich habe mich geduscht etc. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu der ersten Besichtigung heute um 9.45 Uhr. I keep you updated. Oh, fail, ich musste gerade nochmal zurück ins Zimmer gehen, weil ich meine Trinkflasche vergessen hatte. Und dann habe ich auch gleich den Kaffeebecher geholt, den ich gestern ja bei meiner Uni bekommen hatte. Und ich dachte, das wäre so ein ganz normaler. Weil jetzt habe ich gerade gesehen, da ist das Logo von meiner Uni drauf. Mega cool. Jetzt habe ich einen WU-Becher, mega cool. Ich glaube, den benutze ich heute schon mal. Leute, ich habe meine Traumwohnung gefunden und ich werde später den Mietvertrag unterschreiben. Wow. Gerade in meiner neuen Wohnung. Ich bin einfach drin. Es ist so krass. Ich kann es hier einfach mal mein Handy hinstellen. Das ist meine Wohnung. Es ist so krass. Es ist einfach meine Wohnung. Es ist so schön. Ich habe hier voll schönes Licht. Ich glaube, ich werde hier dann mal meine Videos drehen mit dem Regal im Hintergrund. Oh mein Gott. Es ist so schön. Ich bin so happy. Ich stehe einfach in meiner Wohnung und ich werde zuerst in einem Monat einziehen. Aber ich kann es jetzt schon einrichten.
Es ist so schön. Ich habe jetzt drin nichts gebloggt, weil da war so eine nette Verkäuferin, die hat uns mit allem geholfen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt einiges gekauft. Pfanne, Topset, Geschirr. So, ich habe jetzt hier einen Wäschekorb mit Pfannen, Töpfen, was weiß ich, was da drin ist. Ja, Kopftuchset. Hier ist so Geschirr und noch Gläser. Genau. Und wir haben diesen Schreibtisch gerade gebraucht, spontan gefunden. Der hat nur 13 Euro gekostet. Ja, hat hier ein paar Gebrauchsspuren, aber das passt. Ich bin total glücklich, dass wir da jetzt noch einen gefunden haben. Genau, den bauen wir wann anders mal auf. Aber, ja. Nie wirklich ein Outro gedreht, deswegen bevor ich den jetzt anfange zu schneiden, hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Also wir haben uns an diesem Wochenende, in diesen paar Tagen, schon ein paar Wohnungen angeschaut, ich weiß es nicht wie viele. Davon waren die ersten zwei, drei ein echter Fail, weil wir erschienen sind, aber dann war niemand da. Die erste, die war mal richtig arrogant, die hat einfach zwei Stunden später, sie war online auf WhatsApp, ich habe ihr die ganze Zeit auf WhatsApp geschrieben, ich habe sie zwei, drei Mal angerufen, sie hat mich ignoriert, obwohl sie online war und hat mir dann zwei Stunden später zurückgeschrieben, dass sie die Wohnung jetzt schon jemand anderen vergeben hat, so, okay, sag's mir doch davor. Deswegen, ja, die ersten zwei Wohnungsbesuchungen haben nicht stattgefunden, das war so ein bisschen ein Fail. Übrigens, I'm sorry für das Mess da hinten, ich bin gerade schon beim Packen und so. Und dann habe ich ein paar andere Wohnungen angeschaut, die ganz okay waren. Aber bei allen war es halt so, dass ich gesagt habe, okay, mir gefällt sie. Ich schreibe mich gerne auf so eine Warteliste. Oder nicht auf eine Warteliste, aber es war halt so, dass ich dann denen meine ganzen Sachen schicken musste und dann halt so nur ein Kandidat war. Und im Endeffekt, ja, sind es vielleicht 5 bis 10 Kandidaten und ich habe überhaupt keine Sicherheit. Habe ich jetzt eine Wohnung oder nicht und ich müsste zurück nach Deutschland fahren und würde dann irgendwann später eine Nachricht bekommen, ob ich die Wohnung kriege oder nicht. Deswegen, ja, war da halt eine gewisse Unsicherheit. Eine Wohnung fand ich richtig toll, weil die gerade mal 10 Minuten zu Fuß von meiner Uni war und die Wohnung selbst war auch ganz okay. Die war dann zu dem Zeitpunkt mein Favorit. Aber dann habe ich im Endeffekt am nächsten Morgen meine Traumwohnung angeschaut. Die war tatsächlich, als ich noch in Deutschland war und nur die Anzeigen gesehen hatte, war die mein Favorit. Und im Endeffekt habe ich dann diese Wohnung genommen. Das ist meine absolute Traumwohnung. Es ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube 41 Quadratmeter. Da ist die Küche separat, Bad zusammen mit Klo und dann ein Wohn- und Schlafraum. Also da ist links die Couch und dann ist da so ein langes Ikea-Regal, was man aus solchen Videos kennt. Wo man eben das mit diesen Löchern, wo man dann eben so Schachteln reinstellen kann. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann auf der rechten Seite vom Raum ist ein ganz großes Bett und gegenüber davon ein Schrank. Und beide Zimmer, also Küche und Schlafzimmer, haben ein großes Fenster mit tatsächlich grünem Ausblick. Da gibt es halt nicht wirklich jetzt einen Park oder so in der Nähe. Also es ist nicht grün-grün. Aber tatsächlich gibt es in meiner Straße eben einfach ein paar Bäume. Und wenn man halt eben aus dem Fenster schaut, dann schaut man ja auf ein paar Bäume und der Ausblick ist einfach schön, sage ich mal. Außerdem, es ist komplett renoviert und die Ablöse war nur 650 Euro, also für all die Möbel.
Und ja, sprich, ich habe da nichts mehr gebraucht, bis auf einen Schreibtisch, aber da habe ich später, also am Samstagabend, glaube ich, habe ich einen noch gebraucht, zufällig gefunden auf Willhaben und habe mir da noch einen gebrauchten geholt für nur 10 Euro und haben wir den dann auch in die Wohnung gebracht. Genau, oh mein Gott, das sind so viele Facts auf einmal. Die Wohnung ist im dritten Stock, ohne Lift leider. Das wird ein bisschen anstrengend, glaube ich, vor allem mit den Einkäufen, aber... Well, we're young. Bei der Wohnung ist auch noch ein Kellerabteil dabei, sogar ein ziemlich großer. Und was total toll ist, ein Garten. Also ein Garten, den sich halt alle teilen, aber der ist so groß und schön und I'm really excited. Und was richtig geil ist, meine Wohnung ist mit etwa eine halbe Stunde von meiner Uni, was okay für mich ist, nur mit einmal umsteigen. Und ich wohne einfach gerade mal so 3 Fußminuten von einer Fußgängerzone entfernt, was so geil ist. So, es ist so cool, diese riesen Fußgängerzone mit all den Läden, die man braucht, ist einfach 3 Minuten entfernt und da ist auch noch so ein Schwimmbad. Also es ist eine ganz coole Gegend auch, würde ich sagen. Und ja, I'm so happy. Und die Vermieter sind auch richtig, richtig nice. Es ist ein altes, nettes Ehepaar und die waren eben die einzigen, die mir diese Sicherheit geben konnten, ne? Also das... ich noch an dem Tag den Vertrag unterschreiben konnte und die Schlüssel kriegen konnte. Und wie gesagt, die haben mir direkt die Schlüssel gegeben und ich konnte dann schon ein paar Sachen für die Wohnung kaufen, so Geschirr etc. Und ja, I'm just so happy. Und eben den Schreibtisch konnte ich noch kaufen. Ja, ich werde am 17. nach Wien ziehen. Was jetzt, also ich schneide dieses Video erst ein bisschen später. Von heute aus betrachtet ist das in einer Woche. Crazy! Weil, ja, I'm so excited. Ich werde euch die Wohnung jetzt noch nicht zeigen, weil ich möchte, dass ihr dran bleibt und auch meine nächsten Videos verfolgt, wie ich alles einräume und mich einlebe. Und ich meine, ich kaufe dann auch Dekorationen etc. noch dazu. Und dann gibt es einfach irgendwann mal eine finale Roomtour. Ja, in den nächsten Vlogs werdet ihr dann natürlich Teile der Wohnung sehen. Aber dann gibt es irgendwann auch noch eine richtige Wohnungstour. Und ja, ich freue mich richtig. Ja, ich hoffe, dass ihr mich auf meinem Weg begleiten wollt und ja, dass ihr die nächsten Vlogs schaut. I promise, it will be exciting. Ja, ich freue mich einfach so. Ich versuche euch so viel, wie es geht, mitzunehmen, aber manchmal vergisst man irgendwie in dem Moment einfach zu filmen. Aber ja, I'll try. So, ich hoffe, dass du dabei bleibst. Ich würde dich sehr gerne mitnehmen und dir alles zeigen. Und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram und supportet mich da, weil... ich versuche mir zurzeit Mühe zu geben, aktiv zu bleiben, sowohl mit Posts als auch mit der Story und auch Reels etc. Also schaut da auch auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich über jeden Follower und über jeden Supporter. Und dann, ja, folgt mir hier gerne auf YouTube, schaut bei den letzten Videos vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.